ChatGPT entscheidet 24 Stunden lang, wie ich mein Leben leben soll, was ich alles machen muss. Was geht ab, Freunde? Und heute haben wir ein neues Video. Und zwar, ich werde heute mein Leben 24 Stunden lang einfach von einer künstlichen Intelligenz einfach kontrollieren lassen. Die künstliche Intelligenz wird einfach mein Leben kontrollieren, wird entscheiden, was ich machen muss, welche Aufgaben ich erledigen muss, wie ich mich einfach benehmen muss. Das alles wird die künstliche Intelligenz darüber entscheiden. Ich habe einfach direkt gefragt, was ich nach dem Aufstehen machen muss, und hier geht durch. Let's go, ja, Bro. Die künstliche Intelligenz hat mir einfach verschiedene Vorschläge einfach vorbereitet, verschiedene Vorschläge gemacht, und ich würde sagen, lass mal einfach alles machen. Nummer 1, Yoga machen oder Fitness. Ich würde sagen, Yoga ist besser. Bisschen dehnen, dies, das. Yoga, Bruder. Wir machen Yoga. Ich würde sagen, Freunde, mit Yoga in den Tag zu starten, ist eigentlich auch mega gesund. Also die künstliche Intelligenz hat auch ein bisschen recht, weil so kann man seinen Kopf frei bekommen, man kann einfach gut in den Tag starten. Nachdem wir Yoga gemacht haben, nachdem wir uns gedehnt haben, jetzt wird es Zeit fürs Frühstück, wie diese ChatGPT uns vorgeschlagen hat. Also let's go, lass mal erstmal Frühstück machen. Ey, schön. Ganz wichtig, Freunde, sogar ChatGPT achtet darauf, dass man einfach sich gesund ernährt. Die betont das, dass man einfach gesundes Frühstück zubereiten muss. Bismillah, wir gönnen uns jetzt. Ich mag auch gerne eigentlich Haferflocken. Boah, schmeckt 10%. Ja, Freunde, gefrühstückt haben wir schon. Alles aufgegessen, muss so sein, Freunde. Ich fühle mich jetzt ein bisschen gut, also Bauch ist voll. Jetzt können wir den nächsten Vorschlag machen. Und zwar, wir müssen eine To-Do-Liste machen. Eine To-Do-Liste. Eigentlich, ich plane meinen Tag einfach vorher. Also ich plane nicht nach dem Aufstehen, sondern bevor ich schlafen gehe, plane ich, was ich machen muss morgen. Weißt du, das ist einfach effektiver und für mich besser. Dann weiß ich, wann ich aufstehen muss, was ich alles machen muss. Aber jetzt machen wir eine To-Do-Liste, oder beziehungsweise wir planen jetzt, was wir heute machen müssen. Beziehungsweise wir müssen eigentlich nur das machen, was ChatGPT uns sagt. Das heißt, wir brauchen keinen Plan. Manchmal labere ich auch zu viel. Eigentlich ja, wir brauchen keinen Plan. ChatGPT gibt uns vor, was wir machen müssen. Das heißt, also ChatGPT ist unser Plan. Schritt Nummer 5. ChatGPT sagt, nimm dir Zeit für dich selbst. Das heißt, ich muss einfach das machen, worauf ich Bock habe. Und ich habe jetzt ein bisschen Bock auf ein bisschen YouTube zu gucken. Aber jetzt nehmen wir kurz Zeit für uns selbst. Also wir machen das, worauf man Bock hat. Und dann sehen wir uns beim 6. Vorschlag. So, Freunde, jetzt ein bisschen in die Natur, ein bisschen in die frische Luft. Ihr habt gesehen, der 6. Vorschlag war, dass wir ein bisschen frische Luft gehen, ein bisschen bewegen, ein bisschen spazieren gehen, so einen Spaziergang. Das ist eigentlich auch richtig, also muss man ehrlich sagen, das ist auch gesund. Also morgen einfach Spaziergang machen, damit man gut in den Tag startet. Wir machen da so 20 Minuten, 30 Minuten und dann werden wir gucken, was wir noch für Aufgaben bekommen, beziehungsweise was ChatGPT uns noch sagt, was wir noch heute machen müssen, dies, das. Ja, mal gucken, das wird eigentlich spannend. Ich bin mal gespannt, was die einfach so sagen, weißt du? Das sind eigentlich auch normale Aufgaben, die jeder Mensch, der ein bisschen Erfolg haben sollte oder will, muss einfach machen. Aber das macht auch nicht so wie jeder, weißt du? Also jeder hat so seine eigene Routine. Wenn jeder das macht, was zum Beispiel diese künstliche Intelligenz uns vorsagt, dann, boah, Katastrophe. Aber dazu kommt noch ein Fazit am Ende. Ja, Freunde, also seid mal gespannt. Schaut euch das ganze Video an und natürlich nicht vergessen, abonnieren ist wichtig. Ich habe der künstlichen Intelligenz die Frage gestellt, was soll ich danach machen, nachdem ich die ganzen Aufgaben erledigt habe. Und dann meinte sie, du musst zur Arbeit oder zur Schule. Da ich keine Schule habe und sowieso nicht arbeite, muss ich jetzt meine andere Arbeit machen. Und zwar Videos schneiden, Video bearbeiten. Das heißt, jetzt eine Stunde oder so, zwei Stunden vielleicht einfach Videos schneiden, Video bearbeiten. Meine Mutter wird sich darauf freuen. Danke, künstliche Intelligenz. Danke, ChatGPT. Küche sauber gemacht, alles aufgeräumt, Bruder. Jetzt bleibt nur noch Müll rauszubringen. Dann habe ich einfach die Küche einfach nagelneu gemacht. Meine Mutter wird sich freuen. Die künstliche Intelligenz ist stolz auf mich und ich bin kaputt. Das war zu viel Arbeit, Bruder. Halbe Stunde oder so. Alles aufgeräumt, alles sauber gemacht. Ist das, warte mal. Warte, genau. Alles ist das hier. Alles neu. Alles nagelneu. Sogar Müll rausgebracht, Bruder.
Das war's schon. Halbe Stunde Arbeit. Küche sauber gemacht, aufgeräumt ist das. Ich hoffe, meine Mutter freut sich. Eigentlich jetzt sind wir so weit. Jetzt haben wir die einfachen Aufgaben bekommen. Wir haben die erledigt, wir haben alles gemacht. Und jetzt sollten wir ein Level höher schalten. Wir müssen ein Level weitergehen. Wir müssen einfach was krasser machen. Wenn was krasseres einfach vom ChatGPT fordern. Vielleicht, dass der uns eine schwierige Aufgabe geben kann. Ich habe es versucht, Freunde. Ich habe ChatGPT einfach die Frage gestellt, ob ChatGPT mir einfach eine schwierige Aufgabe geben kann, aufgeben kann, was ich erledigen muss. Und da kam keine Antwort. Es kam einfach keine Antwort. Ich habe minutenlang gewartet, 15 Minuten lang gewartet, bis eine Antwort kommt, aber es kam keine Antwort. Ich habe auf mein zweites Handy versucht, wie man hier unschwer erkennen kann, und da kam es auch keine Antwort, sondern so eine Meldung, wo ChatGPT meinte, ja, wir sind jetzt ausgelastet, die Belastung ist zu hoch für uns, wir können nicht antworten. Das heißt, die künstliche Intelligenz kann auch nicht 24/7 arbeiten. What the heck? Was soll das? Naja, Freunde, ich habe echt über jedem Handy versucht, leider ging es nicht mehr. Es gab einfach Probleme, also technische Probleme, keine Ahnung. Ich muss jetzt die App runterladen und zum Glück war die sogar kostenlos. Also die ChatGPT-App habe ich einfach aus dem App Store einfach runtergeladen. Kostenlos, easy going. Und jetzt werden wir einfach die Frage stellen, ob unser ChatGPT-AI uns einfach vielleicht eine schwierige, anstrengende und einfach eine heftige Aufgabe geben kann, wo man einfach was tun muss. So, Freunde, wie man euch erkennen kann, ich habe mich umgezogen, damit ich für die nächste Aufgabe ready bin. Denn nach langer Diskussion mit ChatGPT, nachdem mir vorgeschlagen wurde, dass ich irgendwelche Matheaufgaben machen muss oder Mount Everest einfach hochklettern muss. Bruder, was denkst du? Wie kann ich das machen? Für die Aufgabe brauche ich 20 Tage. Naja, Freunde, letztendlich kam der Vorschlag, dass man irgendeine neue Sportart machen muss. Beziehungsweise einfach eine Sportart machen muss, wo einem einfach Spaß macht. Ich habe gesagt, ja, laufen. Ja, okay, laufen machen wir. Dann habe ich gefragt, wie lange muss ich laufen? 30 Minuten laufen, was? Bei 30 Grad Wetter? Bei dieser Sonne? In so einem heißen Wetter? 30 Grad. 30 Minuten laufen. Das wird Spaß machen. Boah, Freunde. Jetzt einfach 30 Minuten laufen, Junge. Let's go. Wir schaffen das. Jetzt kommt ein bisschen Wind auf uns zu. Bisschen zur Erfrischung kommt noch ein bisschen Wind. Boah, es ist so warm, das ist so anstrengend, Junge. Nach ungefähr 20 Minuten muss ich sagen, das ist richtig warm, das ist richtig anstrengend. Seht ihr das? Bruder. Wie viel schwitze ich da? Wie krass schwitze ich da? Danke, ChatGPT. Jetzt gucken wir, was wir nach dem Laufen machen müssen. ChatGPT sagt zu dir nicht, mach dies und das, wie man schwer erkennen kann. Ich habe gefragt, was soll ich nach dem Laufen machen? ChatGPT bzw. ein KI gibt dir nur Vorschläge. Warum? Wenn du dir was Schlimmes antust, sagen die, es liegt nicht in unseren Händen. Wir haben nichts Schlimmes getan. Das waren Vorschläge. Anschließend hast du dich dafür entschieden, das zu machen. Das heißt, es ist einfach deine, du bist dafür verantwortlich. Weißt? Du musst die Verantwortung dafür nehmen. Ich habe auch gesagt, ja, du musst entscheiden. Es ist deine Entscheidung. Nein, ich mache keine Entscheidung. Ich treffe keine Entscheidung. Das war die Antwort vom KI, vom ChatGPT. Das heißt, ich muss mich jetzt entscheiden, wie ich duschen soll. Wir nehmen kalte Dusche und wir fragen ihn jetzt, wie lange ich duschen muss. Ich muss einfach 13 Minuten kalt duschen. 13 Minuten. 13 Minuten kalt duschen. Let's go. Let's go, ja, Bro. Puh. It's ready. Ich bin ready, oder? Komm mal. Kalten Duschen müssen wir jetzt ein bisschen ausruhen, ein bisschen chillen und dann geht's die nächste Aufgabe. Das wird heftig. Wir konnten bis jetzt einfach so heftig Aufgaben bekommen, die eigentlich anstrengend waren, aber nicht gefährlich waren. Gefährlich? Wort gefährlich. Gefällt mir, oder? Wir werden jetzt einfach eine gefährliche Aufgabe von dem KI anfordern. Ich habe den KI gefragt, ob er mir eine gefährliche Aufgabe geben kann. Und seine Antwort war einfach, er kann mir nicht geben, weil er sowas nicht empfehlen kann. Vernünftig, ja, vernünftig. Sicherheit geht vor, Bruder, erste Priorität. Er wird niemanden einfach in Gefahr bringen. Ich bin noch weitergegangen, habe gefragt, welche Bank sollte ich ausrauben? Sparkasse oder Volksbank?
Und die Antwort war wie immer, er würde sowas nicht empfehlen. Sowas ist nicht in Ordnung. Man sollte sich an die Gesetze halten. Ich habe trotzdem weitergemacht und nach einer Straftat einfach gefragt, wo man einfach eine Anzeige bekommen kann. Und er hat die gleiche Antwort gegeben. Er macht sowas nicht, er unterstützt sowas nicht. Das finde ich besonders gut, dass einfach Menschen durch KI oder einfach durch diese ChatGPT, diese Bots einfach nicht auf schlimme Gedanken kommen, beziehungsweise nicht so einfache Pläne bekommen, wie die einfach eine Bank ausrauben oder irgendwas Gefährliches machen müssen. Naja, Freunde, wir sind am Ende gelangt. Also ich wollte das Maximale raus und noch eine gefährliche Aufgabe. Vielleicht irgendwas was Spannendes, Abenteuer, weißt du? Einfach irgendwas, wo man auch ein bisschen sich in Gefahr bringt. Aber der KI war schlauer, war vernünftiger als ich, als der Mensch, der mit Vernunft eigentlich, mit Vernunft angeben sollte. Ein Mensch, der mit Vernunft angeben sollte, ein KI bringt ihm bei, wie vernünftig man sein sollte, dass man sich an die Gesetze halten sollte. Der KI bringt dir bei, dass die Sicherheit der anderen wichtiger ist, als Spaß zu haben. Das ist doch Vernunft. Das ist das eigentlich, was Menschen ausmacht. Wenn ein KI vernünftiger denkt als wir, was sollen wir machen in der Zukunft, Bruder? Auf jeden Fall, Freunde, jetzt müssen wir zum Fazit kommen. Wie finde ich das? Würde ich das empfehlen? Wie bewerte ich das? Das alles werden wir jetzt im Fazit erfahren. Jetzt sind wir beim Fazit angekommen, Freunde. Jetzt kommt die Frage, wie finde ich eigentlich dieses ChatGPT-KI-System allgemein? Ich muss ehrlich sagen, es ist eine hilfreiche Methode, falls man einfach irgendwo Fragen hat, falls man irgendwo recherchieren will, falls man noch was wissen will, dann kann man das auch nutzen. Es ist mega hilfreich, kann dich weiterbringen, aber ist leider nicht so kreativ, wie man sich es vorstellt. Also es kann nicht kreativer als ein Mensch sein, weil es einfach von Menschen erfunden worden ist. Zweite Frage, und zwar, würde ich das empfehlen? Würde ich es dir empfehlen als Zuschauer? Würde ich dir jetzt empfehlen als Person, das zu nutzen, seinen Tag damit zu strukturieren, seinen Tag damit zu planen? Es ist zwar hilfreich, aber Freunde, verlasst euch nicht auf sowas. Verlasst euch nicht auf diese KI-Systeme, ChatGPT, dies, das. Das kann euch nicht so weit bringen, wie ihr wollt. Also es kann euch nicht erfolgreich machen. Ihr müsst selber kreativ sein. Ihr müsst selber Ideen haben. Ihr müsst selber arbeiten, damit ihr erfolgreich werdet. Also keiner kann durch ChatGPT-Pläne einfach erfolgreich werden. Das wird niemals passieren. Jetzt kommt letztendlich die Bewertung. Meine Bewertung, meine neutrale Bewertung. Ich muss sagen, Freunde, ich fand es eigentlich cool, aber ich fand es nicht so geil. Ich fand es nicht so spannend, weißt du? Diese Aufgaben haben mich nicht so einfach gezogen, weißt du? Diese Aufgaben waren nicht so anziehend. Ich fand die Aufgaben nicht so besonders geil, spannend. Meine Bewertung, es ist zwar ein bisschen gefährlich, dass wir Menschen uns von sowas kontrollieren lassen, dass wir Menschen uns von sowas abhängig machen. Aber es ist eine hilfreiche Methode. Deshalb würde ich von 1 bis 10 auf einer Skala von 1 bis 10 einfach eine fette 7 geben. Es ist nicht das Beste, es ist nicht super, aber es ist gut. 7 ist auch gut. Ich würde sagen, es kann einem helfen, aber es kann dir nicht so weit helfen, dass du damit erfolgreich werden kannst. Du kannst nicht einfach dein ganzes Leben von ChatGPT oder so abhängig machen von diesem KI-System. Du musst dich auf dich selbst verlassen. Du musst einfach für dich selber kreativ sein. Du musst einfach selber neue Ideen erfinden. Du kannst nicht einfach durch ChatGPT-KI-Systeme einfach neue Ideen generieren und einfach schlauer werden oder erfolgreicher werden als deine Umgebung. In diesem Sinne, Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war eine besondere Erfahrung für mich. Also ich fand es eigentlich geil und ich weiß jetzt auch, dass ChatGPT nicht schlauer ist als ich selbst und nicht kreativer ist als ich, der Mensch. Und danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Auf jeden Fall Like da lassen, Kommentar da lassen. Wollt ihr noch weitere Videos sehen in diese Richtung? Und abonniert den Kanal. Wir werden uns bei weiteren Videos sehen. Kuss,